Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Gelobt seist du, Herr Jesu. Lob sei dir, o Christe. In Kiew oder Mariupol fangen sie allmählich an zu hungern. Die Versorgung der Städte mit Lebensmitteln von außen wird immer schwieriger, weil sich der Ring der russischen Armee um die Städte immer enger zuzieht. In der Ukraine weiß man, was Hungern bedeutet. Der sogenannte Holodomor hat sich in der Ukraine tief ins kollektive Gedächtnis eingegraben. Die Zeit Anfang der 30er Jahre, als Stalin ganz gezielt etwa 4,5 Millionen Ukrainer verhungern ließ. Und nun geht das mit dem Hungern wieder los. Wenn man sich anschaut, was dort in der Ukraine abläuft, da möchte man nur noch laut zum Himmel schreien: Gott, siehst du denn nicht, was mit den Menschen dort geschieht? Siehst du nicht das ganze Leid, das den Menschen dort in der Ukraine zugefügt wird? Ja, wir bekommen das, was uns da nun tagtäglich in den Medien vor Augen gestellt wird, so wenig zusammen mit unseren Vorstellungen von einem Gott, wie er nach unserer Meinung sein müsste. Und das geht uns an die Nieren, gar keine Frage. Um Hunger geht es auch im Heiligen Evangelium dieses ersten Sonntags in der Fastenzeit. Von Jesus wird ausdrücklich gesagt, dass er Hunger hatte. Allerdings hungerte er nicht, weil er von der Versorgung abgeschnitten war, sondern er fastete von sich aus 40 Tage lang, um sich auf die Aufgabe, die vor ihm lag, vorzubereiten. Doch da tritt der Versucher, der Teufel, an ihn heran und gibt ihm einen naheliegenden Tipp, wie er das Hungern ganz schnell beenden kann. Du bist doch Gottes Sohn, dann kannst du aus diesen Steinen ohne Probleme Brot machen. Und schon ist dein Hunger sehr schnell gestillt. Doch Jesus verzichtet dankend auf diesen Tipp und antwortet mit einem Zitat aus dem Alten Testament: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Was für eine aktuelle Aussage auch heute. Da lese ich in den sozialen Netzwerken immer wieder typisch deutsche Kommentare: Die Ukrainer wissen doch, dass die Russen stärker sind, also ist es besser, wenn sie sich ergeben, dann ist der Krieg schnell vorbei. Ja, wir haben es uns hier in Deutschland oft genug sehr bequem gemacht. Hauptsache, wir bekommen unser Brot und unsere Spiele. Dann sind wir auch bereit, alles andere abzunicken, was um uns herum geschieht. Doch die Menschen in der Ukraine sehen das anders. Sie wissen darum, dass es etwas gibt, was wichtiger ist als nur das Essen. Die Freiheit beispielsweise. Und dabei schöpfen sehr viele von ihnen tatsächlich auch Kraft
aus ihrem Glauben an Jesus Christus, so sehe ich es immer wieder. Nein, sie fallen nicht auf die Einflüsterungen des Teufels herein, dass ein Gott nur dann etwas taugt, wenn er uns ein einfaches, bequemes Leben ermöglicht. Der Gott, an den sie glauben und an den wir glauben, ist einen anderen Weg gegangen, hat selber die Not dieser Welt erlitten, ist dafür bis ans Kreuz gegangen. Das Kreuz, es ist das Zeichen einer scheinbaren Ohnmacht Gottes, die in Wirklichkeit doch stärker ist als alle menschlichen Mächte und Kräfte. Ja, gerade daran soll uns diese Fastenzeit wieder neu erinnern, soll uns dazu anleiten, von Gott sehr viel Größeres zu erwarten als bloß ein bequemes Leben auf der Fernsehcouch. Der Teufel wusste damals ganz genau, dass er alles tun musste, um zu verhindern, dass Jesus für uns ans Kreuz ging und starb. Das war, so war ihm klar, seine entscheidende, endgültige Niederlage. Wenn er Jesus schon nicht davon abhalten konnte, sich mit Fasten und der Besinnung auf das Wort Gottes, auf die Erfüllung seines Auftrags vorzubereiten, dann konnte er ihn vielleicht auf andere Weise ablenken. Du hast doch so viel drauf als Gottes Sohn. Zeig das den Leuten. Lass dich bejubeln. Das ist doch allemal schöner, als sich auf den Weg zum Kreuz zu begeben. Spring von der obersten Ecke der Tempelmauer hinab. Lass dich von den Engeln auf dem Wege nach unten auffangen. Die Zuschauer werden dir anschließend zu Füßen liegen. Doch Jesus lässt sich nicht ablenken, lässt sich nicht dazu bewegen, Gott zu versuchen. Ich habe in den letzten Tagen wiederholt Berichte aus der Ukraine gelesen, die von wunderbarer Bewahrung inmitten der Angriffe der russischen Armee berichteten und dies der Fürbitte derer zuschrieben, die für sie gebetet hatten. Ja, natürlich dürfen wir Gott das zutrauen, dass er Wunder vollbringt, dass er geschehen lässt, was wir nicht erklären können. Und doch sollen auch wir Gott nicht versuchen, indem wir behaupten, weil die Ukrainer für eine gerechte Sache kämpfen, würde Gott sich am Ende auf ihre Seite stellen und sie gewinnen lassen. So einfach können wir Gott eben nicht zum Handeln zwingen. So einfach gehen die Rechnungen in dieser Welt eben nicht auf, dass Gott am Ende schon dafür sorgt, dass das Unrecht unterliegt und das Recht gewinnt. Wir erleben es ja immer wieder in viel kleinerem Rahmen, auch hier in unserem Lande, wenn konvertierten christlichen Asylbewerbern von Behörden und Gerichten bitterstes Unrecht zugefügt wird. Ach, wie schön wäre es, wenn Gott da einfach mal eingreifen und zuschlagen würde, endlich dem Recht Geltung verschaffen würde. Doch er mutet es uns eben doch immer wieder zu, Unrecht ertragen zu müssen, im Großen wie im Kleinen, auch wenn wir das überhaupt nicht begreifen können. Jesus weiß jedenfalls, wie uns zumute ist. Er hat selber bis in letzter Konsequenz auf sein eigenes Recht, auf die Durchsetzung seiner eigenen Möglichkeiten verzichtet. Nur damit Gott uns am Ende ein Recht zuspricht, das wir in Wirklichkeit doch überhaupt nicht verdient hatten. Und dann versucht der Teufel noch auf eine andere Weise, Jesus von seinem Weg ans Kreuz abzubringen. Er bietet ihm die Weltherrschaft an, gegen eine kleine Kniebeuge vor ihm. Ja, das Angebot ist verlockend. Und doch lässt sich Jesus nicht darauf ein. Weg mit dir, Satan, so lautet seine Antwort. So standhaft wie Jesus sind andere nicht, wenn ihnen Macht und Herrschaft angeboten werden. Da schließt dann so mancher auch ganz gerne mit dem Teufel einen Pakt und tarnt das Ganze am Ende auch noch fromm, wenn es darum geht, das eigene Herrschaftsgebiet zu vergrößern. So erleben wir es in diesen Tagen und Wochen im Osten Europas. Menschen werden in großen Zahlen getötet, nur um den eigenen Wunsch nach Macht und Herrschaft zu befriedigen. Ein wahrlich teuflisches Vorgehen. Und wie groß ist im Verlaufe der Geschichte immer wieder auch die Versuchung der Kirchen gewesen, sich an die Mächtigen und Herrschenden anzubiedern, um an ihren Privilegien Anteil zu gewinnen oder sich ihre Privilegien zu erhalten. Da sah ich in dieser Woche eine Reihe von Bildern von orthodoxen Geistlichen aus Russland, die Raketen und Maschinengewehre mit dem Kreuz segneten. Was für eine Perversion!
Vergessen wir nicht, dass es Ähnliches vor gar nicht so langer Zeit auch hier in Deutschland gegeben hat. Und vergessen wir natürlich auch nicht, dass es auch in Russland mutige Priester gibt, die deutlich ihre Stimme gegen diesen Krieg, gegen die Anbiederung an die Mächtigen erheben. Fangen wir in dieser Fastenzeit vielmehr damit an, uns erst einmal selbst zu fragen. Wie gehen wir damit um, dass in unserer Gesellschaft die Kirchen und der christliche Glaube immer mehr an Einfluss verliert? Wie gehen wir damit um, dass wir in unserem Land zunehmend zu einer kleinen Minderheit werden, auf deren Wort entsprechend auch immer weniger gehört wird? Ja, bleiben wir auch dann noch an Jesus dran, wenn uns das keinerlei Vorteile, sondern nur Nachteile einbringt? Wenn wir in diesen Wochen der Fastenzeit nur auf uns selber schauen, dann mag uns schnell deutlich werden, dass wir eben nicht wie Jesus sind, dass wir den Versuchungen des Teufels, uns eine eigene Religion, einen eigenen Gott nach unseren Wünschen und Bedürfnissen zu basteln, immer wieder unterliegen. Doch Gottlob sollen wir in den Wochen der Fastenzeit vor allem dies einüben, ganz auf ihn, den gekreuzigten Christus, zu schauen, der all das Leid dieser Welt, der unseren Kleinglauben selber auf sich genommen und getragen hat. Allein der Blick auf ihn, den Gekreuzigten, kann uns davor bewahren, nicht daran irre zu werden, dass Gott oft so ganz anders erscheint, als wir uns dies wünschen. Stellen wir uns darum gerade jetzt in diesen Wochen der Fastenzeit dem Kampf mit dem Widersacher Gottes. Lernen wir Gottes Wort immer besser kennen, damit wir den Verdrehungen und Lügen des Teufels widerstehen können. Und hören wir nicht auf, für die zu beten, denen der Teufel oftmals noch mehr zusetzt als uns selber. Es bleibt doch dabei, dass der Teufel am Ende als Verlierer dastehen wird, weil Christus ihm widerstanden, ja ihn am Kreuz endgültig besiegt hat. Mögen wir als Christen inmitten dieser friedlosen Welt Zeugen dieser Hoffnung sein und bleiben. Amen.